Hallo und herzlich willkommen zu It's Funk. Ich bin Isa und heute möchte ich euch eine ganz besondere Graphic-Novel-Reihe vorstellen, und zwar die Unheimlichen aus dem Carlsen Verlag. In diesem Video möchte ich euch zum einen erzählen, was es damit auf sich hat, dann will ich euch die ersten drei Bände, die bereits im Rahmen dieser Reihe erschienen sind, vorstellen, eine kleine Rezension dazu machen und mein Fazit zur bisherigen Reihe abgeben. Bisher sind im Rahmen der Reihe ganz zum Anfang am 30.04. gleich drei Bände erschienen, aber es sollen insgesamt 10 werden, von denen nun jedes halbe Jahr ungefähr ein neuer erscheint. Und bei dem Projekt geht es darum, dass verschiedene deutschsprachige Comic-Künstlerinnen und Comic-Künstler Kurzgeschichten umsetzen, die sich im Horror- und Grusel-Genre bewegen. Und das Besondere daran ist, dass da einige Klassiker vertreten sind, aber eben auch moderne Geschichten. Und alles in allem ist es eine sehr vielseitige Reihe, weil eben jede Geschichte von einer anderen Person umgesetzt wurde. Dementsprechend sind die Stile sehr vielseitig, aber auch die Arten der Geschichten. Und alles in allem kann ich nur sagen, dass es schon rein von seinen Grundvoraussetzungen her ein sehr spannendes, vielseitiges Projekt ist, bei dem es wahrscheinlich noch ziemlich viel zu entdecken gibt. Aber ja, kommen wir erstmal zu den Ausgaben selbst. Das sind nämlich diese kleinen Hardcover hier. Sie sind ungefähr so groß wie eine DIN A5-Seite. Die Abmessungen sind ein bisschen anders, aber nur damit ihr es größentechnisch ein bisschen einordnen könnt. Es sind wie gesagt Hardcover und sie kosten jeweils 12 Euro, sind in Farbe gehalten. Und das finde ich ziemlich cool. Es ist ein kleiner Preis. Es sind zwar auch nur recht dünne Bücher mit ungefähr 64 Seiten Umfang. Nichtsdestotrotz finde ich es schön, eben auch mal so ein Format zur Verfügung zu stellen, wo man nicht direkt 30 Euro für ein Album los ist, sondern eben auch für einen kleinen Preis einen Zugang bekommt. Das finde ich eigentlich ziemlich schön. Gerade weil es eben so ein interessantes Projekt ist, ist es dann eben auch was, wo man sich dann schon eher überlegt, dass man sich dann mal ab und an so ein Band gönnt. Und das Schöne daran ist auch, dass die Bände nicht nummeriert sind, sie sind auch nicht zusammenhängend. Wie gesagt, es sind unterschiedliche Geschichten, die von unterschiedlichen Künstlerinnen und Künstlern umgesetzt wurden. Und das finde ich ganz nett, denn natürlich werden einen vielleicht nicht alle Geschichten in dieser Reihe interessieren, aber so sieht es auch nicht doof aus, wenn man dann nur mal den zweiten und vierten Band im Regal stehen hat. Also für die Monks unter uns ist das eigentlich eine ganz gute Sache und ich mag die Gestaltung auch sehr gern. Die Buchrücken sind relativ schlicht. Die Cover sind einprägsam. Sie sind alle sehr ähnlich gestaltet und ich finde es auch sehr schön, dass quasi jeder Band bisher seine eigene Farbwelt hat, wenn man so möchte. Und die meisten dieser Farbwelten finden sich dann eben auch im Inhalt wieder. Die Herausgeberin ist dabei Isabel Kreitz. Sie ist unter anderem bekannt für die Graphic Novel zum Fall Hamann. Das war ja der große Serienmörder von Hannover. Deshalb habe ich da irgendwie auch so einen kleinen Bezug dazu, weil ich eben halt auch aus Hannover komme. Und das fand ich eigentlich ganz lustig als Zufall. Nichtsdestotrotz ist auch noch eine coole Sache, dass dann eben auch einen der ersten Bände direkt Isabel Kreitz selbst umgesetzt hat. Und damit würde ich dann auch ganz gerne schon zu meinen kleinen Rezensionen kommen. Die erste Graphic Novel ist nach einer Geschichte von Sarah Kahn entstanden, und zwar den Nachfolgern im Nachtleben. Umgesetzt wurde das Ganze, wie schon gesagt, von Isabel Kreitz. Und in dieser Graphic Novel geht es um ein Ehepaar in Berlin, das an einem Abend mal die Kinder zu Hause lässt und eine Ausstellung besucht. Auf dieser Ausstellung werden einige exotische Exponate zum Thema Voodoo ausgestellt. Und danach geht das Paar dann in eine Kneipe, trifft da alte Bekannte und der Abend schreitet voran, bis es zu der Frage kommt, ob es denn möglich sei, mit den Artefakten wirklich einen Toten zum Leben zu erwecken. Ihr könnt euch wahrscheinlich anhand des Covers schon denken, dass da vielleicht sogar was dran sein könnte. Wie die Graphic Novel ausgeht, will ich euch nicht erzählen. Das will ich euch in allen drei Fällen nicht erzählen. Aber nur damit ihr ungefähr wisst, worum es in dieser Geschichte geht. Ich finde das Thema Berlin in dieser Geschichte sehr schön umgesetzt. Es herrscht ein eher rauer Umgangston und ja, irgendwie hat mich das dann doch sehr klar nach Berlin versetzt, wo ich auch schon öfter mal war. Und ja, es hat einfach typisch berlinerisch gewirkt, was ich ziemlich cool finde. Auch finde ich die Optik sehr besonders. Also dieses Gelb-Schwarz-Weiß, was ihr hier auf dem Cover seht, zieht sich auch komplett durch die ganze Graphic Novel. Und ich habe einen Bericht auf der Seite des Deutschlandfunks
zu dieser Graphic Novel gelesen und dort wird diese Farbe einfach mal Galle-Gelb genannt, was einfach wunderbar zur Geschichte passt. Ein ganz lustiges Gimmick am Ende ist, dass es hier noch ein paar Zombie-Suchbilder gibt, was ich nett fand, auch wenn ich nicht lange gebraucht habe, um die Zombies zu finden. Aber ja, war auf jeden Fall eine sehr witzige Idee, aber die Geschichte hat mich hier nicht ganz überzeugen können. Ich fand die Charaktere nicht sympathisch. Ich glaube, das war so auch nicht angedacht. Aber ich konnte mich nicht mit ihnen identifizieren. Auch hat es mich ein wenig enttäuscht, dass die Persönlichkeiten und die Vorgeschichten dieser Charaktere sehr kurz angeteasert wurden, nur um dann völlig fallen gelassen zu werden. Damit bin ich nicht ganz warm geworden. Dazu muss man natürlich auch wieder sagen, dass es hier eben auch ein sehr kleiner Rahmen auf 64 Seiten ist. Aber ich war eben nicht so ganz zufrieden damit und richtige Spannung wollte auch nicht aufkommen. Also alles in allem war es jetzt nicht fürchterlich schlecht, aber mich hat es ein wenig enttäuscht und nicht ganz mitgenommen. Aber ich habe ohnehin das Gefühl, dass es teilweise auch eine Generationenfrage ist, ob man jetzt eine dieser Graphic Novels gut findet oder damit eher nicht so viel anfangen kann. Also ich schätze, dass das eine Graphic Novel ist, die eben auch ältere Generationen gut anspricht, während wir andere dabei haben, die dann eher was für die jüngere Leserschaft ist. Das ist immer so eine Sache. Ich habe der Graphic Novel jetzt 3 Sterne gegeben von 5. Ich fand es in Ordnung, aber nicht überragend. Dafür hat mich die nächste umso mehr überzeugen können. Und zwar geht es um eine Umsetzung von Berenice von Edgar Allan Poe, und zwar von Lukas Jüliger. Und während den Nachfolgern im Nachtleben auf einer Geschichte basiert, die aus dem Jahr 2009 stammt, haben wir es hier sogar mit einem ganz anderen Jahrhundert zu tun. Die Geschichte kommt nämlich ursprünglich aus dem Jahr 1835. Und umso spannender fand ich es, dass die Geschichte hier doch sehr futuristisch bis modern umgesetzt wurde. Es geht hier nämlich insbesondere um Anime-Kulturen, Cosplay, das Internet, virtuelle Realität und all so etwas. Die Geschichte beginnt damit, dass unser Protagonist seinen ersten Kuss hat. Er scheint daraufhin schwer erkrankt zu sein, muss viele Medikamente nehmen, was sich irgendwo auch auf seine geistige Gesundheit auswirkt und wenig später trifft er im Internet wieder auf seine große erste Liebe. Das Ganze geht ein wenig in Richtung Stalking und es ist auch sehr abgefahren. Und alles in allem fragt man sich während dieser Graphic Novel, wie kann das zu Edgar Allan Poe zusammenpassen? Es ist sehr abgefahren, aber eben auch sehr spannend, sehr atmosphärisch. Ich war sehr begeistert davon, wie diese Graphic Novel innerhalb weniger Seiten eine wahnsinnige Atmosphäre aufbaut. Und das zieht sich auch wirklich durch die ganze Graphic Novel. Es gibt wirklich sehr wahnwitzige Situationen, sehr ernste Situationen, Dinge, wo man erstmal drüber nachdenken muss. Aber alles in allem war ich wirklich angetan davon. Ich wusste nur noch nicht so ganz, wie ich das Ganze jetzt mit Edgar Allan Poe zusammenbringen soll. Daraufhin habe ich hier zum Original gegriffen und habe mir die Original-Kurzgeschichte zu Berenice zur Hand genommen und sie gelesen. Und ich war so begeistert danach, denn in Berenice geht es um einen Mann, der seine Cousine heiraten soll und ja, die beiden sind nicht von besonders guter Gesundheit, weder er noch sie, so ist das hier auch und alles in allem muss ich sagen, so seltsam es klingt, ich fand die Kurzgeschichte, das Original, so fabelhaft umgesetzt und das ist einfach so verwunderlich, weil eben die beiden Settings sich so unheimlich stark unterscheiden, aber ich war einfach restlos begeistert. Ich fand auch die Optik der Graphic Novel einfach toll, weil hier auch zeichnerisch das Thema, ja, Anime und Zeichentrick so ein bisschen aufgenommen wurde. Also es ist auf jeden Fall sehr modern umgesetzt und ich denke, dass das eine Graphic Novel sein könnte, die auch für Manga-Liebhabende ein gutes Tor in Richtung Graphic Novel aufmacht. Es gibt ja durchaus Menschen, die gerne Manga lesen, aber mit Graphic Novels nicht so viel anfangen können und ich glaube, das ist ein sehr schönes Bindeglied und ich fand die Graphic Novel einfach hinreißend, habe der ganzen 5 von 5 Sternen gegeben und kann sie euch nur ans Herz legen. Und mit der letzten Graphic Novel für dieses Video nähern wir uns dann wieder der Gegenwart und zwar mit
Der Fremde nach einer Geschichte von Elfriede Jelinek und umgesetzt von Nicolas Mahler. Die Originalgeschichte stammt aus einer Anthologie aus dem Jahre 1969 und die Autorin hat zuvor nur Poesie geschrieben. Das war dann ihr allererster Prosatext. Leider habe ich sowohl von der ersten Graphic Novel als auch hiervon das Original nicht gelesen und kann demnach leider keinen Vergleich anstellen, aber kommen wir erstmal zur Geschichte selbst. Es geht hier um einen Fremden, der sich in einer Kleinstadt herumtreibt und eigentlich tut er nicht mal was. Er übernachtet da, er lebt seinen ganz normalen Alltag, aber trotzdem stören sich die Bewohner daran. Und ob das Ganze berechtigt ist, müsst ihr selber lesen. Ich möchte zu dieser Graphic Novel so wenig wie möglich verraten. Einfach, weil das Ganze auch mit einem ganz großen Mindblow daherkommt. Also ich fand das Ganze sehr skurril, aber dennoch sehr interessant und man möchte immer mehr und mehr darüber wissen, was denn jetzt nun Sache in dieser Graphic Novel ist. Und dazu kommt eben noch, dass die Aufmachung auch sehr besonders ist. Wir haben es hier mit vor allen Dingen großen Bildern zu tun. Oft ist nur ein Bild auf einer Seite zu sehen mit ein wenig Text. Und ihr seht hier auch schon den Untertitel der Graphic Novel. Und zwar Störenfried, der Ruhe eines Sommerabends, der Ruhe eines Friedhofs. Was ja an sich kein vernünftiger deutscher Satz ist, nicht mal ein vernünftiger deutscher Halbsatz. Aber solch eine Sprache zieht sich eben durch die komplette Graphic Novel. Aber irgendwie passt es auch, denn die Sprache wirkt unheimlich dynamisch. Dazu haben wir sehr wenig Bilder und ich habe sowas wirklich noch nie gelesen. Es war so ein bisschen zwischen Graphic Novel und einer illustrierten Ausgabe eines Kinderbuchs, auch wenn das hier natürlich nichts mit Kinderbüchern zu tun hat und ich auch dringend davon abraten möchte, zu sagen, das sind ja Comics, das kann man ja Kindern mal mitbringen. Nein, das ist wirklich Stoff für Erwachsene. Und das Besondere dazu ist, dass es im Nachwort dann heißt, dass es ein Protokoll eines Leseabenteuers sei und das hat mich wirklich begeistert gestimmt, denn genau so wirkt das hier eben. Und ich muss auch sagen, dass das mit Abstand die besonderste Umsetzung unter diesen drei Graphic Novels war. Also sowas habe ich wirklich noch nicht gelesen und ich habe es aber dennoch sehr genossen. Dadurch, dass diese Darreichungsform aber auch ein bisschen kurz und knapp gehalten ist, muss man hier über viele Dinge mehrmals nachdenken und es lässt auch einen sehr großen Interpretationsspielraum, aber das fand ich gar nicht schlecht. Also ich fand es wirklich super interessant. Es hat mir zwar noch ein kleines bisschen zur Perfektion gefehlt, aber nichtsdestotrotz fand ich es einfach genial und gut. Also hierfür gab es von mir 4,5 Sterne. Also alles in allem kann ich sagen, dass die Graphic Novels allesamt interessant sind. Es kommt natürlich immer auf das Thema an. Genauso wie einem nicht jede Kurzgeschichte gefallen kann, ist es eben auch hier so, dass einem nicht jede dieser drei Graphic Novels gefällt. Nichtsdestotrotz denke ich, dass hier sehr viele spannende Sachen dabei sind, sowohl für Anfänger als auch für Graphic Novel Liebhabende. Was so ein bisschen daran liegt, dass diese Graphic Novels nicht typisch Graphic Novel sind. Also sie haben alle sehr starke Eigenheiten, sehr starke Besonderheiten, weshalb sie irgendwo nicht ganz etwas für Anfänger sind. Auf der anderen Seite haben wir hier auch Beispiele wie Berenice, wo ich eben sage, dass es dann doch an etwas anderes angrenzt und vielleicht genau deshalb ein ganz gutes Bindeglied darstellt. Und für alteingesessene Graphic Novel Lesende wird hier wahrscheinlich auch noch die eine oder andere Überraschung drin sein. Und es ist alles in allem auch eine schöne Reihe, um Graphic Novels kennenzulernen, verschiedene Stile kennenzulernen und sich selbst eben auch so ein bisschen überraschen zu lassen. Dabei sollte man aber nicht enttäuscht sein, wenn man ein ganz großer Horrorfan ist, denn ich muss ganz klar sagen, das sind zwar skurrile, besondere, unheimliche Geschichten, aber mit Horror hat es für mich nicht so viel zu tun. Also es sind eher Schauergeschichten, aber eben auch Geschichten zum drüber nachdenken, die oft auch ihren wahren Kern haben und ja, dementsprechend dann doch sehr spannende, unterhaltsame Geschichten erzählen. Alles in allem bin ich sehr positiv angetan und finde, dass es eine vielversprechende Reihe ist, die ich unbedingt weiterverfolgen möchte. Also das hat mir wirklich gut gefallen und falls ihr euch für eine der Geschichten interessiert, kann ich euch nur empfehlen, einfach mal reinzulesen, es euch anzuschauen und vielleicht ist ja etwas für euch dabei. Ganz klar muss ich natürlich wieder sagen, natürlich ist nicht jede Geschichte was für jeden. Dementsprechend
Macht euch selber am besten ein Bild, aber ich finde, dass es auf jeden Fall eine tolle und spannende und kreative Sache ist, der man eine Chance geben sollte. Der nächste Band erwartet uns leider erst im Oktober, aber ich werde sehnsüchtig darauf warten und bin sehr gespannt drauf. Dabei wird es sich dann um eine Umsetzung vom Wassergespenst von Harrowby Hall handeln und ja, mal sehen, was uns dann erwartet. Ich glaube, damit bin ich dann auch durch mit allem, was ich erzählen wollte. Ich hoffe, das Video war informativ und interessant für euch. Ich hoffe, ich konnte euch ein gutes Bild von den Graphic Novels wiedergeben und euch weiterhelfen. Falls ihr eine der Geschichten schon gelesen habt, sei es jetzt als Graphic Novel oder als Original-Kurzgeschichte, schreibt es mir noch sehr gerne unten in die Kommentare. Schreibt mir auch gerne rein, ob euch die Reihe interessiert und ob ihr gerne Graphic Novels lest. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!